For your eyes only. German Motor Kult stellt vor, wir sind wieder beim Hansi und haben wieder einen Lotus neben uns stehen. Wochen haben wir euch schon Der Spion, der mich liebte vorgestellt, auch ein Filmauto vom Hansi und diesmal den Turbo. Mhm. Hansi, welches Baujahr, was verbirgt sich da erstmal unter der Haube? Ja, also Baujahr 1985. Ja. Es war tatsächlich das erste Auto, was von der Insel, also von den Briten, mit dem Turbomotor serienmäßig geliefert wurde. Okay. Ja, Esprit Turbo, da waren sie ganz stolz drauf. Und wir haben hier 2,2 Liter ja. Mit 220 PS. Also schon ein richtiges Sportgerät. Absolut. Leichtbau. Und der wurde auch Leichtbau und innen drin auch sehr edel gehalten. Ja, du hast eben ganz kurz gezählt, Leder vom Bentley. Connolly-Leder, mit Rolls-Royce und Bentley. Rolls-Royce, Auch Lotus, also das war schon ein edler Sportwagen zu seiner Zeit. Okay. Ja. Und den hast du dir auch wieder von der Insel organisiert? Nee, in dem Fall, der kam aus USA. Ja. Das ist ein US-Modell, ursprünglich. Deswegen halt auch falsche Stoßstangen etc. Ja. Musste immer alles umrüsten mit viel Aufwand. Okay. Mhm. Aber du hast ja nicht nur umgerüstet auf, ich sag mal, Englisch oder beziehungsweise in dem Fall ist ja sogar ein Linkslenker, sondern du hast ihn auch so umgebaut, wie er im Film Im Film. Im Film fuhr er ja in Cortina d'Ampezzo im Schnee. Ja. Hatte jetzt allerdings nicht allzu viel Sendezeit im Film im Vergleich zu dem Fahrzeug aus Spüren, der mich liebte. Ja. Er durfte nur ein paar Mal in Cortina hin und her fahren. Das war nicht schon alles. Er hatte auch keine Gadgets. Das Einzige, was man gemacht hat, man hatte damals amerikanische Olin-Ski montiert, die damals Hype waren. Und es war ein Riesenaufwand, das alles nachzubauen. Die Firma ist schon lange pleite und wir haben dann einfach die Ski nachgebaut nach Fotovorlagen und noch schwieriger waren aber diese Halter für die Ski nachzubauen. Da sind wir extra dann noch ins Museum geflogen, wo das Originalauto steht und haben die Maße genommen. Hast die Maße genommen und auch von den Ski hast du die Maße genommen, sodass du die Breite und die Länge auch gut hattest. Richtig. Und dann hast du ja auch noch was Besonderes gemacht. Ich meine, du fährst ja mit dem Auto auf Treffen. Richtig. Ja? Und die passen ja wirklich nicht in den Koffer. Aber was hast du gemacht? Lass uns das doch mal gerade angucken. Können wir machen, ja. Also hier sieht man die Nachbauten der Olin-Ski mit sämtlichen Nummern und Zeichen. Alles mit riesigem Aufwand, teilweise aus dem Internet gezogen und dann zum Drucken gegeben. Also echter Aufwand. Dann war natürlich die Idee, wie können wir diese Ski trotz allem im Kofferraum transportieren, damit wir auf die Events fahren können. Na klar. Und dann kam die Idee, wir machen die teilbar. Und das ist eigentlich eine recht witzige Geschichte, weil immer alle sagen, der spinnt ja total. Aber anders geht es halt nicht und wir ziehen die jetzt einfach so auseinander. Ne? Und so dann, passt er in den Kofferraum rein? Genau, kann ich die Teile einzeln lagern und nachher stecke ich es zusammen und bin bereit. Du hast dir wirklich alte Ski besorgt, hast die auseinander geschnitten und dann erstmal zum Lackierer gegeben. Hast dem Lackierer gesagt, ey, ich hätte die gern genauso. Ja, ja, ja. War ja auch ganz witzig. Der Lackierer hat gesagt, was will der Hansi da schon wieder von mir? Ne? Der Lackierer war der Ansicht, der hat schon so viel Zeugs lackiert in seinem Leben, aber noch nie auseinandergesägte Ski. Sehr geil. Aber er wusste ja, es gehört zum Bond-Projekt und das war so das i-Tüpfelchen in der ganzen Geschichte. Ja, absolut. Ja. Man sieht halt sehr schön hier, wie passend das gemacht ist. Ja. Man sieht auch hier, Heckspoiler. Ja, ja, da ging es schon los damals. Im Vergleich zu dem vorherigen, den wir uns angeguckt haben, Baujahr 81, hat er ja nun hinten einen Turbospoiler dran. Richtig. Der hat auch richtig Power, muss man sagen. Ja. Das macht unfassbaren Spaß mit dem Auto auch heute noch, weil er halt auch 60 PS mehr hat wie der andere. Okay. Und die Turbotechnik war auch ohne das berühmte Turboloch. Lotus hatte da den Turbolader recht nah am Abgasstrang dran. Ja. Und somit wundern sich immer alle, die mal mitfahren, dass es kein Turboloch gibt. Also wir haben sofort Ladedruck. Das ist echt eine coole Technik. Gigantisch. Mhm. Die Felgen, die du drauf hast, BBS-Felgen, waren die auch drauf gewesen? Ja, die hast du organisiert dazu? Nee, die waren tatsächlich drauf. Also das war die erste Zusammenarbeit von Lotus mit den deutschen BBS-Herstellern. Ja. Und ich finde, die sind also auch optisch top gelungen. Ist auch total geil. Goodyear gibt es nicht mehr. Also der Reifen, der ursprünglich drauf war. Ja. Genau, der ursprünglich drauf war, gibt es nicht mehr. Das heißt, du hast diesen anderen Reifenhersteller und hast dann wirklich die Buchstaben drauf. Mühevoll. Weil es muss ja alles so sein, wie es im Film ist. Wirklich absolut. Jedes Detail hast du da nachempfunden. Ja.
Und es war halt auch für mich wichtig, das Auto zu oder eins zu kriegen, wo gleich die beige Innenausstattung schon drin ist, dass die schon stimmt, damit man nicht diesen riesen Aufwand hat mit allem möglichen Umbau. Und der hatte die Ausstattung. Das Einzige, was man neu machen musste, waren die Sitze, die waren fertig und der Dachhimmel war halt ausgebrannt, porös. Ja. Und da war halt die Arbeit dann drin. Und da hast du die Arbeit gehabt, erstmal den Stoff zu besorgen? Ja, sehr schwierig. Also das Konulli-Leder aufzutreiben war alles andere als einfach. Ja. Ja. Das hat auch wirklich gedauert, ja. Aber jetzt sind wir durch mit dem Auto und alles läuft bestens. Ich wollte gerade fragen, wie lange hast du gebraucht, um den Wagen so hinzustellen, wie er hier ist? Schon 3 Jahre mit dem letzten Detail. Ja. Genau. Ja. War halt oft lange Wartezeiten auf irgendwelche Teile oder... Du bist ja viel mit dem Wagen unterwegs, ne? Ja, absolut. Also du wirst auch oft eingeladen zu Special-Events und zu Bond-Vorstellungen. Du bist auch im James-Bond-Club bist du drin. Ja? Ja, genau. Und da bist du auch immer zu Premieren und so weiter. Mhm. Mit den Autos gerne? Ja, mit dem Auto jetzt nicht. Premiere sind ja in England, das wäre ein bisschen hart für die Dinger. Okay. Aber ansonsten tauchen wir schon auf Bond-Events oder größere Oldtimer-Veranstaltungen immer wieder mit so Esprit aus der Bond-Szene auf. Immer gern gesehen, weil allzu viele gibt es nicht. Ja. Und wenn, dann fahren sie nicht. Und wenn du geblitzt wirst unterwegs, kriegt der MI6 das Ticket. Ja, genau, richtig. Weil die Nummernschilder sind natürlich auch genau aus dem Film nachgefunden. Ja. Du hast wirklich die Nummernschilder genauso von den Nummernzahlen her gemacht, wie es im Film war. Also ganz genau. In der ganz Summe eine komplett runde Sache. Ja. Hinten haben wir noch was ganz Witziges. Man sieht ja hier den Schriftzug Lotus in Weiß. Ja. Und das war nur beim Filmauto so. Also tatsächlich, die, wo im Film eingesetzt wurden, wurden weiß angemalt. Und wenn du jetzt später einen ganz normal bestellt hast bei deinem Händler, war das nicht angemalt. Ach komm. Dann war das nur so ausgestanzt, wenn man so will. Stark. Ja, und die Marketing-Typen sagten halt damals, wir müssen das irgendwie farblich hervorheben, dass die Leute gleich wissen, wenn der vorbeifährt, dass es ein Lotus ist. Genau. Geile Sache. Abgasanlage auch genauso? Nicht direkt, der hatte den ungeregelten Cut. Ja. Damals schon drin für USA und der war natürlich total kaputt, wurde halt ersetzt. Natürlich, und, klar. Ja, genau. Aber ansonsten auch eine schöne Edelstahlanlage drin. Aber ich sag mal, die Turbos an sich sind ja immer recht leise Fahrzeuge, also auch für lange Strecke wirklich kein Lärm und nichts. Okay. Sehr angenehmes Fahren. Kannst sehr entspannt fahren und... Ja. Ja, Hansi, sehr, sehr geil. Ja, immer gern. Ja, jetzt sitze ich hier wieder drin im Lotus Esprit Turbo 1985er Baujahr und guckt euch das mal an, wie edel der wirklich innen drin gemacht ist und auch das Einsteigen, ich hatte es schon mal erklärt in dem 81er Lotus Video, wirklich zuerst unten rechtes Bein rein, linkes Bein nachziehen drunter und ich habe hier richtig Platz drin mit meinem 1,90 Meter, ich habe sogar die Sonnenbrille oben auf dem Kopf noch drauf und habe noch Platz zum Dachhimmel, das ist schon eine echte Nummer, Hansi, muss man schon sagen. Mhm. Ja, sie haben ein bisschen gefeilt an den Problematiken der ersten Modelle, dass viele halt keinen Platz gefunden haben. Ja. Und hier wurde wirklich am GFK noch so jeder Zentimeter weggefeilt, mehr oder weniger, damit halt auch größere Kunden Platz haben. Es ist genial. Also das wäre definitiv ein Auto, wo ich sagen kann, ein Oldtimer zum Platz drin haben. Ja? Also auch Pedalerie etwas mehr auseinander, sodass man nicht alle drei auf einmal trifft. Hast du recht, stimmt. Genau. Ist viel mehr Platz als eben. Ja. Im anderen war hier unten die Lüftung noch anders verbaut. Mhm. Der Choke jetzt hier, genau. nicht mehr in der Mittelkonsole drin. Genau. Und man sieht das Raucherpaket hier auch sehr ausgefeilt. Also extrem, wirklich überall Aschenfächer, Zigarettenanzünder, was damals noch State of the Art war. War wichtig, ja. Ja, total. Mhm. Und der Computer im Dachhimmel jetzt schön verkleidet. Ja, vorher war er noch draufgeklebt, dieses VDEO-Instrument. Ja. Ja, und hier sieht man schön das berühmte Raffleder, hieß es ja damals, das wollten ja alle haben. Ja. Da hatte manche die Idee, ob das irgendwie kaputt wäre, aber es war wirklich so. Es war Raffleder. Man sieht es überall. Es war halt einfach Mode, es war innen. Ich sehe von innen gerade Burglar Protected. Ja, ja. Da gibt es auch eine Story dazu. Ja, da gibt es ja eine Szene, wo die Bösewichte hier das Auto klauen wollen. Also in dem Fall war es ein weißer Turbo Esprit und dann lachen sie so, als sie diesen Kleber lesen und hauen die Scheibe an und das Auto explodiert. Also mit den Typen zusammen. Und deswegen kam der Wechsel dann im Film, dass er dann diesen kupferfarbenen bekommt. Ja. Und ich habe dann halt auch die Kleber nach. Hast du nachbauen lassen, Weil wenn
muss das Detail schon stimmen. Absolut, du bist da wirklich sehr detailverliebt. Mhm. Hier sieht man auch noch klar die kleine Friedenstaube oder die Taube, das war das Zeichen im Film von den Bösewichten. Richtig, ja? Die hatten die überall drin auf ihren Anoraks oder was auch immer. Ja. Konnte man sofort erkennen, ich bin ein Bösewicht. Das ist der Böse. Ja. Wir sind jetzt hier noch in den heiligen Hallen von Hansi. Hansi hat nämlich enorm viel zusammengetragen rund um James Bond. Hansi, erzähl mal selbst ein bisschen was dazu. Man sieht ja wirklich überall hier Bilder, Figuren und so weiter. Du sammelst alles von James Bond oder nur? Nicht ganz. Also, ich sag mal, sammeln ist, es fliegt auf einen zu, sagen wir es mal so. Und hauptsächlich machen wir dann nur die Geschichte, die sich um unsere beiden Esprits drehen. Also, auch meine Frau hat immer ein offenes Auge für irgendwelche Artikel, die es gibt. Ganz aktuell sind jetzt beide Esprits von einer Slotcar-Firma rausgekommen zum auf der Rennbahn spielen. Okay. Irre. Ja, also die braucht natürlich auch. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir hierher kommen, steht hier so eine Stuttgart-Bahn. Wir fahren eine Runde mit den beiden? Nein, also ich kaufe nur die Modelle. Also keine Beine dazu. Na gut, aber du merkst, es ist noch Luft nach oben. Ja, absolut. Sehr schön. Hansi, wir schwenken mal hier durch, gucken uns das eine oder andere mal an, weil es ist natürlich total geil zu sehen, okay, da hinten sind Bilder von dem schwimmenden, von dem tauchenden Esprit von 81. Ja. Genau. Hier haben wir Bilder aus dem vom Turbo. Ja, ja, und richtig. Roger hier neben uns. Ja, Roger immer bei uns. Klar. Genau. Und Rest in Peace. Jetzt machen wir den Film aus. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Vielen lieben Dank vor allen Dingen Hansi für die Führung hier durch die Heiligen Hallen, für die Vorstellung von deinen beiden Autos. Und in der Vergangenheit haben wir auch den Bullet gesehen und einen Porsche Boxster Spider, den haben wir auch schon gesehen. Die ganzen Autos von Hansi findet ihr alle bei uns auf YouTube. Das war der Hansi. Ich bin der Micha von Motor Marketing. Also, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.